Moin Moin, Miro hier. Ja, ich wollte euch nochmal ein kleines Balkon-Update geben. Die erste Tomate hier, die ich im Laden gekauft habe, die wächst ganz wunderbar. Also wird nicht mehr deutlich größer, aber es gibt wundervoll viele Tomaten an jeder Ecke. Hat hier so ein kleines bisschen irgendeine Krankheit, aber ansonsten scheint sie noch ganz gesund zu sein. Diese hier, eine von meinen selbstgezogenen, hat ziemlich große Probleme. Wie man sieht, ich habe sie aber auch sehr, sehr spät umgetopft. Und ich hoffe, dass sie wieder, ja, zusammen mit etwas Nährstoffen grüner wird. Die andere gekaufte hier funktioniert bisher auch ganz gut, hat noch eine etwas andere Krankheit. Ich glaube, im Englischen heißt es Leaf Spot, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe sie jetzt alle ganz gut mit Nährstoffen versorgt und hoffe, dass es wieder wird. Diese hier habe ich gestern erst umgetopft, etwas spät. Da muss ich noch mal schauen. Das hat hier nicht so gut funktioniert. Ja, die Chili. Wie immer wunderbar. Das ist eine Pflanze, die macht mir gar keine Sorgen. Kann ich wieder mal ernten. Zwei Paprikas hier. Eine Gurke, die ich bald umtopfe. Und hier ist noch eine kleine neue Chili. Ja, die Tomate hier wächst ganz wunderbar, wie man sieht. Schön viele Blüten und ich habe auch schon die erste eigene Tomate hier dran oder die ersten beiden. Das ja, freut mich sehr. Das hier ist eine der gekauften, hat hier drei Tomaten dran und produziert hier oben gerade das zweite Mal Blüten. Meine Gletscher stängelt sich ziemlich stark hoch, ist wohl eine sehr schlankwüchsige Pflanze. Aber blüht auch sehr ordentlich, da ist einiges dran. Und hier eine weitere von meinen selbstgezogenen Tomaten, die blüht auch ganz wunderbar. Allerdings hatte die eine ganze Weile zu viel Wasser. Ja, und ich hoffe, es liegt nur daran, dass die unteren Blätter hier alle gelb geworden sind und so schlapp. Da muss ich noch mal schauen und mich beraten lassen, ob es da irgendwie eine Unverträglichkeit gibt. Ich habe auf jeden Fall ein paar, ja, Düngemittel dazugegeben und hofft, dass es jetzt wieder wird. Der Lavendel ist endlich soweit, der fängt gerade an zu blühen. Ein paar Hummeln habe ich tatsächlich auch schon auf meinem Balkon gesehen, die blende ich euch gleich mal ein. Aber vorher noch einmal meine Blumen. Ja, ich habe Blumen auf dem Balkon und sie sind praktisch. Und hier ist einer von den bösen Marienkäfern, aber auch der tut seinen Dienst und hält mir hoffentlich die Blattläuse von den Tomaten fern. Gut, ich blende euch noch mal ein bisschen die Hummeln bei der Arbeit ein und sag schon mal Grüße aus dem Norden.